warum machen wir das überhaupt? Es gibt natürlich, einmal gibt es formale Gründe, ne? Gute wissenschaftliche Praxis nennt man sowas. Sie sollen nicht plagiieren, kein Plagiat machen. Das heißt, wir wollen geistigen Diebstahl ausschließen. Dafür ist ganz wichtig, dass sie korrekt alle Quellen benennen. Und dann soll derjenige, der ihre Arbeit liest, natürlich auch einen Überblick über die Literatur kriegen, die sie verwendet haben. Und er soll die Literatur nicht nur sehen, sondern er soll die im Zweifel auch wiederfinden können. Das heißt, es kommt sehr darauf an, dass ihr Literaturverzeichnis so gemacht ist, dass man das eben auch wiederfinden kann. Das ist einmal der formale Teil. Und dann inhaltlich brauchen sie ja auch Literatur. Sie wollen ihre Thesen belegen, sie wollen sie erhärten, sie wollen sie veranschaulichen, eventuell nehmen Sie ein Zitat als Ausgangspunkt für Ihren Text oder Sie brauchen einen Gegenpol oder Sie wollen einfach Ihre Thesen absichern. Und für all das ist es nötig, dass Sie die richtige Literatur zitieren und zugrunde legen. Ganz wichtig ist, in das Literaturverzeichnis gehört nur die Literatur, die Sie auch wirklich benutzt haben. Wenn Sie sich vorher schlau gemacht haben mit Grundlagen, wenn Sie sich einfach vorbereitet haben oder wenn es sich um Selbstverständlichkeiten handelt, ne, die Erde ist eine Kugel. Das muss man nicht belegen, ne? Sondern man belegt im Literaturverzeichnis wirklich nur das, was man auch ernsthaft benutzt hat. So, dann was ist noch zu beachten? Am besten ist es natürlich, wenn Sie während des Schreibens schon mitpflegen. Nicht, dass Sie hinterher da sitzen und denken, oh, wo hatte ich das nochmal her? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall während des Schreibens immer mit protokollieren, was Sie verwendet haben, damit Sie das hinterher in Ihr Literaturverzeichnis bringen können. Und seien Sie lieber sparsam. Also es geht nicht darum, das längste Verzeichnis der Welt zu haben, sondern wählen Sie Ihre Quellen gut aus und dann zitieren Sie ganz genau. Das ist besser, als mit Quellen um sich zu werfen und der Leser weiß gar nicht mehr, was er zuerst sich angucken soll. Und machen Sie es im einheitlichen Stil. Wir haben jetzt gleich nochmal Beispiele dazu. Also wenn Sie sich für einen Zitierstil entscheiden oder der Ihnen vorgegeben wird, dann ziehen Sie den durch. Das muss einheitlich sein, Ihr Verzeichnis. Es darf nicht Kraut und Rüben, hier steht mal der Autor vorne, da steht er mal hinten. Sie machen das einheitlich. Und ganz, ganz wichtig, Sie sprechen mit Ihrem Prüfer bzw. erkundigen sich bei Ihrem Institut, was sind die Richtlinien. Denn jedes Fach und auch sogar jede Fakultät, die haben teilweise eigene Regeln. Ne? Wir haben, also ich habe es noch nicht lange her, dass ich studiert habe, unsere Dozentin hat ganz genau vorgeschrieben, wie das auszusehen hat. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt gleich Beispiele zeige, dann ist das eine Möglichkeit. So können Sie es machen, wenn Sie keine Vorgaben haben. Aber es kann sein, dass Sie Vorgaben bekommen, die davon etwas abweichen. Das heißt, bevor Sie überhaupt anfangen, erkundigen Sie sich, was sind die Vorgaben bei Ihnen im Fach. Und auch Fächer haben unterschiedliche Kulturen, ne? Die Physiker machen das anders vielleicht als die Mathematiker, als die Germanisten. Das heißt, schauen Sie wirklich vorher, was ist für Sie relevant. Das ist erst ein bisschen aufwendig, aber am Ende haben Sie da mehr von, wenn Sie das vorher gecheckt haben. So, Sie müssen ja Ihr Zitat in den Text einbetten. Es gibt einmal das direkte Zitat mit Anführungsstrichen. Generell direkte Zitate wenig, möglichst sparsam, eher mit eigenen Worten. Aber wenn Sie direkt zitieren, dann müssen Sie den Wortlaut und die Satzzeichen wirklich exakt übernehmen. Wenn Sie einzelne Teile davon rauslassen wollen, können Sie Auslassungspünktchen haben in dem Text drin. Ich zeige Ihnen das gleich noch. Also direktes Zitat, wenn, dann ganz exakt. Besser aber ist ein indirektes Zitat. Das heißt, Sie geben sinngemäß mit eigenen Worten wieder, was in der Literatur stand. Da ist es natürlich wichtig, dass man das in den umgebenden Text einbaut. Ich habe so ein paar Beispiele. Im Folgenden beziehe ich mich im Wesentlichen auf die Erkenntnisse von Schulze, der das und das behauptet hat. Gemäß Schulze ist es so und so. Wie Schulze gezeigt hat, ist es so und so. Oder zu Recht betont Schulze das sowieso. Das heißt, Sie müssen das einbetten. Sie geben das in eigenen Worten wieder und müssen irgendwelche einleitenden schönen Sätze finden, wo Sie das Zitat rein verpacken in den Text eingebaut sozusagen. So. Beim indirekten Zitat leitet man die Fußnote oder den Verweis im Text mit Vergleiche ein. Das macht man beim direkten Zitat nicht. Da schreibt man nur den Autoren hin mit dem Ja. Wenn man indirekt zitiert, muss es eingeleitet werden mit Vergleiche. Wir sehen das gleich noch. Das ist nochmal ganz wichtig. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten, die sehen wir gleich auch nochmal. Sie können entweder direkt im Text das nennen oder als Fußnote. Die Möglichkeiten gibt es beide. Es gibt also, Fußnote ist dann der Verweis oder man nennt es Kurzbeleg im Text.
So, wir gucken uns das jetzt mal an. Also, Monographie. Eine Monographie ist einfach ein Werk zu einem Thema. Das kann von einem oder von mehreren Leuten geschrieben sein. Im Text würde man, das ist jetzt also ein indirektes Zitat mit Vergleiche, im Text würde man dann das so einbetten und sagen, das habe ich unter anderem bei Back gelesen. Und im Literaturverzeichnis wird dann diese Stelle Back wieder aufgenommen. Also Sie haben entweder, Sie haben im Text die Klammer, alternativ als Fußnote mit kurzer Angabe, nur Autor und Jahr, während Sie im Literaturverzeichnis ganz am Ende die ganzen Infos sammeln, die man braucht, um das wiederzufinden. Wenn Sie gar keinen Autor haben, zum Beispiel hier kann es sein, dann müssten Sie das als Herausgeber kennzeichnen. Es kann auch vorkommen, dass kein Ort genannt ist, dann sagt man aber trotzdem ohne Ort. Es kann auch vorkommen, dass kein Jahr genannt ist, dann würde man sagen ohne Jahr. Also man muss die Angabe trotzdem machen und dann damit deutlich machen, es gab keinen Ort oder es gab kein Jahr. Ne? Und wenn es eine Auflage gibt, die erste Auflage, da sagt man nichts zu, weil das ist das Normale, das gibt es dann nur das eine Mal, aber ab der zweiten Auflage müssen Sie zwingend die Auflage mit aufführen. Wenn Sie von Ihrem Institut oder von Ihrem Prüfer Richtlinien haben, dann sind da Beispiele. Ne, machen Sie sich keine Sorgen, Sie finden da, meistens gibt es Richtlinien, wo wirklich solche Sachen als Beispiel auch genannt sind. Das wäre jetzt also die Monographie. Dann gibt es natürlich die Aufsätze. Bei den Aufsätzen, hier habe ich mal ein Beispiel mit direktem Zitat. Das setzen Sie in Anführungsstriche. Sie müssen das exakt übernehmen, so wie es im Text steht. Und Sie würden innerhalb des Textes, wenn Sie etwas hinzufügen oder auslassen, müssen Sie das kennzeichnen. Das heißt, in diesem Zitat stand, scheint es eigentlich nicht dabei. Sie haben das aber ergänzt, damit es besser zu lesen ist. Aber der Leser sieht, dass das eigentlich nicht zum Originalzitat dazugehört, sozusagen. Ne? Und dann, das ist wieder der Text mit dem Kurzbeleg im Text, im Literaturverzeichnis, wieder die komplette Angabe. Und hier ganz wichtig, dieser Aufsatz erscheint ja nicht für sich alleine, sondern der ist irgendwo drin. Der ist entweder in einer Zeitschrift oder in einem Sammelwerk. Deswegen müssen Sie schreiben in dem Fall in dieser Zeitschrift. Also bei einem Aufsatz haben Sie immer die Einleitung in Ihrem Literaturverzeichnis mit in. Dieser Aufsatz ist erschienen in dieser Zeitschrift. Und dann nochmal ganz wichtig, weil Ihr Leser will das ja wiederfinden, der will ja nicht 100 Hefte durchblättern. Welches Heft genau? Also Jahrgang 59, Heft 67, Seite 384. Das sind Angaben, die müssen immer dastehen, wenn Sie Aufsätze im Literaturverzeichnis haben. Okay, also innen wichtig, zwingend Seitenangabe wichtig, wenn es sich um ein Sammelwerk handelt. Das heißt, hier ist es ja eine Zeitschrift, aber es gibt auch Sammelwerke, wo jedes Kapitel vielleicht von einem anderen Autoren ist. Dann würden Sie auch wieder Ort und Verlag dazu schreiben. Ne, das haben wir jetzt hier nicht. Hier steht jetzt nirgendwo München Springer Verlag oder so. Aber wenn es ein Sammelwerk ist, aus dem der Aufsatz kommt oder das Kapitel, dann brauchen Sie Ort und Verlag. Das heißt, man muss auch in... In würde man auch beim Sammelwerk schreiben, also in Informationen heutzutage oder was weiß ich. Und dann würde aber eben so ähnlich wie auf der Folie davor, ich zeige es nochmal kurz, würde beim Sammelwerk halt dieser Teil mit dabei stehen. Weil das keine Zeitschrift ist, sondern ein Buch. Das ist ein Buch, was mehrere Leute zusammengeschrieben haben. Das Sammelwerk ist ein Buch, wo jeder ein Kapitel verfasst hat. Da ist der Unterschied. Das haben Sie aber in den Richtlinien von Ihren Prüfern und Instituten, wird das sehr genau drinstehen, wie man das zu machen hat. Und dann haben wir ja heutzutage natürlich auch Internetquellen. So, und da auch da gibt es bestimmte Sachen zu beachten. Das hier haben wir wieder ein indirektes Zitat mit Vergleiche. Kurzbeleg im Text. Könnte auch als Fußnote sein. Und da ist beim Internet auch diese Einleitung in, auf der und der Internetseite. Dann kommt sehr exakt die URL. Also nicht nur die Startseite im Tippportal, sondern auf der und der Unterseite. Ganz genau muss ich das machen. Und ich muss vor allen Dingen sagen, wann habe ich das zum letzten Mal aufgerufen? Denn es kann sich ja verändert haben. Und Sie beziehen sich aber genau auf die Version, die Sie an dem Tag aufgerufen haben. Das heißt, Sie schreiben bei einer Internetquelle immer dazu, wann Sie das zuletzt geprüft haben. Damit Ihr Dozent, wenn er kommt und sagt, das sieht jetzt aber ganz anders aus, dann sagen Sie, ja, aber vor 3 Wochen, am 17.06. war das noch so. Ne? Weil das ist im Internet ja immer
wechselnd. Generell, egal ob Internet, Monographie, Sammelwerk zählt, wenn Sie Fußnoten haben oder eben diese Verweisungsformel, die da, also wenn die in der Fußnote steht und Sie haben zwei Quellen gleich nacheinander, also Sie haben oben im Text einmal die Seite zitiert und unten nochmal, dann schreiben Sie bei der zweiten Fußnote eben da. Dann wiederholen Sie das nicht nochmal. Sie schreiben also nicht zweimal unten drunter Wolf 2008, Wolf 2008, sondern Sie schreiben Wolf 2008 und beim zweiten Mal eben da. Das kürzt man so ab. Auch das wird bei Ihnen in den Richtlinien drin stehen. Also Sie sehen, das ist nicht trivial und es ist gut, wenn Sie sich ganz genau da dann doch informieren, damit das Hand und Fuß hat. Und das Literaturverzeichnis ist auch ein bisschen ein Aushängeschild, ne? Daran sieht man, ob Sie sauber wissenschaftlich gearbeitet haben. Wenn es keinen Autoren gibt, gerade bei Internetseiten, ist ja nicht immer unbedingt Frau Wolf, die eine Seite macht, sondern vielleicht, was weiß ich, die Deutsche Gesellschaft für Ernährungswissenschaften oder, dann würden Sie statt Autor hier die Institution hinschreiben. Deutsche Gesellschaft für sowieso, ne? Chemikervereinigung, Industrie- und Handelskammer oder was auch immer. Dann würde man also hier statt des Autoren die Institution nennen und dann, Sie nehmen natürlich nur seriöse Internetseiten. Sie kommen nicht mit Bild.de, ist ganz klar, sondern Sie nehmen natürlich nur Seiten, wo Sie sicher sind, derjenige, der das verfasst hat, hat Ahnung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie die Finger davon, denn das wäre keine seriöse wissenschaftliche Arbeit dann an der Stelle. Und ja, Abrufdatum habe ich schon gesagt, ganz wichtig. So, wie sieht jetzt das Verzeichnis aus? Das Verzeichnis, ich habe extra genau die gleichen drei Quellen genommen, die ich eben als Beispiel vorgestellt habe. Im Verzeichnis kommt als Sortierelement immer diese Verweisungsformel, die ja entweder im Text stand in der Klammer oder als Fußnote stand. Und dann kommt die ganze Literaturangabe, so wie wir sie vorhin gesehen haben. Das heißt, Sie sortieren Ihr Literaturverzeichnis nach diesen Autoren, und zwar alphabetisch. Sie können das mit Aufzählungszeichen machen, da gucken Sie wieder in Ihren Richtlinien. Es ist eigentlich immer linksbündig und der Abstand, auch wenn der Text sonst anderthalbzeilig ist, ist im Literaturverzeichnis tendenziell eher einzeilig. Aber, wie gesagt, die Richtlinien Ihres Prüfers. Ich kann immer nur darauf hinweisen, ganz wichtig, fragen Sie, wie das bei Ihnen gehandhabt werden soll. Ins Literaturverzeichnis gehören keine Abbildungen und Tabellen, die werden separat verzeichnet. Ne? Abbildungsverzeichnis, Tabellenverzeichnis kommt separat. Kommt nicht mit ins Literaturverzeichnis. So, und jetzt haben wir auch schon die letzte Folie. Ich bin also gleich fertig. Sie können Hilfe kriegen bei dem Ganzen, nämlich mit Citavi. Sie kriegen hier über die Uni kostenlos eine Lizenz für Citavi. Citavi ist eine Literaturverwaltungssoftware. Und wenn Sie in Citavi einmal gesagt haben, das und das ist mein Zitierstil, den können Sie auch noch anpassen, weil Ihr Professor gesagt hat, der Vorname muss immer zuerst oder was auch immer der gesagt hat, dann passen Sie das an und ab dem Moment wird alle Literatur, die Sie verzeichnen, von Citavi korrekt in Word rein importiert. Das heißt, Sie brauchen diese ganze Schreibarbeit, Dings da, Herausgeber Oldenburg München, zweite Auflage, nicht selber mehr machen, weil Citavi das für Sie übernimmt in Word rein. Ne? Da erkundigen Sie sich, Sie kriegen das also hier an der Uni umsonst. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt größere Arbeiten schreibt, wo man nicht nur zwei Seiten Literaturverzeichnis hat, sondern vielleicht 20 oder womöglich noch mehr, fängt es dann an, sich echt zu lohnen. Und Sie vergessen vor allen Dingen nichts. Sie vergessen keine Seitenzahl, kein irgendwas, weil Sie das einfach über die Software gemacht haben. Wir bieten auch Kurse hier an der TIP an dafür, wie man das macht mit der Software. Und ja, dann können Sie erstmal sowieso bei Ihrem Institut, generell gibt es zum Beispiel von der TU München einen Zitierleitfaden, den können Sie bei uns auf der Homepage auch abrufen. Also es gibt sehr viele Unis, haben Zitierleitfäden auch rausgebracht. Ne? Wenn Sie im Internet googeln Zitierleitfaden, kriegen Sie eine ganze Latte, wo eigentlich das, was ich in aller Kürze gemacht habe, noch mal ausführlicher ist. Sie müssen eben immer nur wirklich vorher mit Ihrem Prüfer sprechen, wie er es genau haben will. Am besten soll er Ihnen Beispiele geben. Ja, das wäre es von mir zum Literaturverzeichnis.